Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ist jetzt bereits die dritte Folge, wo wir ein Unboxing-Video machen über Modellautos. Ja, und wir haben es wieder getan, wir haben wieder etwas bestellt. Ja, und wir werden sie jetzt schnell auspacken und ja, ich würde sagen, es geht auch gleich mal los. Unser erstes Auto ist nämlich hier ein Audi. Ich glaube, ein Audi TT. Er ist auf jeden Fall von der Firma Rally. Ein schöner schwarzer Audi TT. Schön glänzend. Auf jeden Fall ein sehr schönes Auto. Nicht schlecht, Herr Specht. Als nächstes kommt hier, wie ich sehe, ein sehr schönes Feuerwehrauto. Hier die Klappe hinten kann man öffnen. Das ist doch mal ein geiles Feuerwehrauto, oder? Feuerwehrauto, Müllwagen. Habe ich die ganze Zeit Feuerwehrauto gesagt? Ja, hast du. Oh. Ich meinte natürlich Müllwagen. Er ist von der Firma Matchbox. Nein, ist er gar nicht. Er ist von der Firma Liamsterz. Okay, sagt mir jetzt gar nichts. Ja, auch nicht. Ja, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Müllauto. Schöne Farbe auch. Sehr schön und schöne Felgen vor allen Dingen. Könnte man auch was damit anfangen. Feuerwehrauto. Ja, und hier ist mein persönliches Highlight. Hier ist ein schöner Audi. Ist ein Hot Wheels. Und der sieht richtig, richtig genial aus. Hier Audi Sport 84 Quattro von Hot Wheels. Ich weiß gar nicht, von welcher Serie der ist. Ist der von der Fast and Furious Serie oder ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Auto. Sieht echt genial und klasse aus. Der würde auch einen guten Platz hier machen. Sehr schön. Als nächstes haben wir hier ein Rallye Polizeiauto, ein Ford 1999. Ein Ford Crown Victoria. Könnte man auch noch etwas ein bisschen restaurieren mit denen. Sieht aus wie bei GTA. Oh ja. Sehr schönes Auto. Sieht genial aus. Sehr schön. Oben ein neues Blaulicht rein. Nicht schlecht. Als nächstes haben wir hier einen sehr schönen Jeep. Den haben wir doch eingepackt. Ich glaube, den haben wir eingepackt. Ja, genau, hier oben. Da haben wir ihn eingepackt. Sehr schönes Auto. Wir haben ihn schon mal eingepackt und jetzt haben wir ihn nochmal ausgepackt. Freut mich natürlich. Willys Jeepstar von 1948 bei Matchbox. Sehr schickes Teil, also. Ich sammle ja die Jeeps vor allen Dingen, sehr schön. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Noch ein Chip. Als nächstes haben wir hier einen. Der sieht ja krass aus. Es ist wieder ein Liam Stairs. Also, wer die Firma kennt ihr es gerne mal sagen. Ich habe heute mal Deutsch verlernt. Von vorne hat er was von Mini. Sieht auf jeden Fall auch sehr krass aus. Und schicke Felgen am Start. Ob der da reinpasst? Gute Frage. Auf jeden Fall auch ein sehr schickes Auto. Oh ja, jetzt kommen wir jetzt wieder mal zu einem sehr, sehr schönen Auto. So ein Toyota. Dem wird der Steffen Bose bestimmt gefallen. Ja, es ist von Hot Wheels, Toyota Land Cruiser. Dann gab es auch in so eine extra Verpackung. Ich glaube, 10 Euro war der, glaube ich Den sogar. haben Den habe ich noch nicht eingepackt. Das habe ich mir aber ausgepackt. Sehr schönes Auto. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Auch mit dem schönen Himmelblau und mit dem weißen Dach. Sehr schön. Freue ich mich auf jeden Fall. nein. So, als nächstes kommt hier so ein roter Flitzer hervor. Schöne Felgen und ja, es ist so ein No-Name-Auto. Sieht aber trotzdem schön aus und die Felgen könnte man auch für ein anderes Auto verwenden. Oder was sagst du? Das stimmt. Sehen schön aus. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier habe ich noch nicht den vorderen Inhalt gefunden. Ja, der Traktor fehlt hier noch. Es ist so ein kleiner Traktor? Anhänger. Vielleicht von denen? Könnte Nee. durchaus sein, oder? Wir haben hier so einen Sico-Traktor. Massey Ferguson. 3080. Auch ein sehr schönes Stück.
So, ist auf jeden Fall der Siku-Traktor. Ist auch ein sehr schönes Stück, auch schon älter. Made in Germany, Siku. Hier auch schön mit den Achsen, wie man es kennt von Siku. Sehr schön verarbeitet. Ja. Kannst du restaurieren und dann ist er wieder schick. Oh ja. Mach mal ein schönes Dach drauf und dann ist er wieder wie neu. Vielleicht blau. Auch schon ein älteres Modell. Eben. Sehr schön. So. Gehen wir gleich mal weiter. Willi? Jetzt hat sie hier ein Valley. Steht nicht drauf, was ist es? Ist irgendein Mercedes Transporter. Ja, auch sehr schönes Stück. Diesmal in weiß. Sieht wie neu aus, kein Kratzer irgendwie. Genau, sieht wie neu aus. Auch sehr schön. Cooles Teil. Als nächstes haben wir hier so ein Quad. Das sieht ja auch mega geil aus. Eben. Ist Rückzugmotor? Ja, es hat Rückzugmotor. Es ist von der Firma Maisto. Und ich habe noch nie einen Quad von Maisto gesehen. Ich auch nicht. Sehr schönes Teil. Ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Nicht schlecht. Dann Deutsche Post. Ich glaube von Siku. Genau, da hast du recht. Haben wir einen Siku Mercedes, ein deutscher Post-LKW. Sehr schön. Hinten gehen die Türen sogar auf. Ah, das wusste ich gar nicht. Oh, hier sind Handschellen drin. Hehehe. Okay. Keine Ahnung, wie die Handschellen jetzt hier reinkommen. Ja, auf jeden Fall cooles Teil. Hätte auch mal eine Restaurierung verdient. Also ein neues, schönes Gelb. Nur vorne. Wäre wie neu. Na, der Container ist ja noch im recht guten Zustand, Deutsche Post. Die Räder sind auch noch gut. Hast du recht? Sehr schön, freue ich mich. Das war das erste Video und sehen uns im zweiten Video. Viel Spaß, haut rein!